Der nächste, Marc Girardelli, Zweitplatzierter nach dem ersten Durchgang. Sein Rückstand auf Ingemar Stenmark 0,76 Sekunden und sein Vorsprung auf den führenden Robert Erlacher nur gerade 16 Hundertstel. 37,11, beste Zwischenzeit, das 37 Hundertstel Sekunden hat der Erlacher bereits bis zur Zwischenzeit abgenommen und kann seinen Vorsprung deshalb ausbauen. Marc Girardelli, wenn alles einigermaßen gut läuft im unteren Teil, wird er die Führung übernehmen. Die letzten Tore für den Österreicher, 1,14,44, das hat gereicht, 2...